Und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Desert Worlds DLC. Und um es durch mal kurz anzusprechen, es gibt auch eine Begründung, warum in letzter Zeit so viele Pioniere drauf gegangen sind. Stand in den Kommentaren und ich war 2-3 Folgen im Voraus, aber jetzt kann ich gleich nochmal drauf anwenden. Das sieht man besser, wenn man in der Mission drin ist. Machen weiter mal mit Canvas. Mal an, Englisch ausgesprochen, ich weiß es nicht, wie auch immer. Die britischen Kräfte in Ostafrika waren gänzlich unvorbereitet, als Italien im Sommer 1940 den Krieg erklärte. Diesen Umstand nutzten Italiener, stießen nach Kenia vor, trafen auf wenig Widerstand. Nur ihre schwache Logistik begrenzte den Vorstoß. Monate später führten die britischen Kolonialkräfte erfolgreich einen Überfall auf den italienischen Grenzposten bei El Bac durch. Diese Machtdemonstration verunsicherte den Duke d'Aosta so sehr, dass er seine Ziele aufgab und den Rückzug ins italienische Somaliland und nach Abessinien befahl. General Cunninghams East Africa Force sollte ihm bald folgen. 12 Züge, wir haben das Ostafrika-Haku. Ja, und weil die hier schon die Flussüberquerung hatten, also das ist eine vertauschte Reihenfolge, normalerweise kommt ihr erstmal das Brückenbauen und Zerstören bei den anderen, fand ich es irgendwie interessant, vielleicht könnte es ja sogar nützlich sein, nicht nur hier unter Überflüsse überzusetzen, sondern auch Ponto-Brücken bauen zu können. Sind versorgungstechnisch nicht ganz so gut, aber man kommt über Flüsse rüber. Na gut, und dann gehen wir mal rein. Dass die Mission ein bisschen besser läuft als die letzte, die zwar schon irgendwie gewonnen wurde, aber ja, lief ja eher doch dann ganz überschaubar. Scheint schon mal eine große Karte zu sein. Monaten kleinere Überfälle und Scharmützel haben wir endlich genügend Truppen zusammengezogen, das italienische Somaliland und das südliche Abessinien anzugreifen. Ein Hauptstreit macht es im Osten konzentriert und sollte nach Jubaland vorstoßen, den Hafen von Kisamayo einnehmen und dann den Fluss Juba überqueren. Er wäge dann nach einem Angriff deiner mobilen Truppen auf Mogadischu. Es weist einiges darauf hin, dass es nicht verteidigt wird. Im Westen sind deine Kräfte dünner. Der Frontlinienverlauf hier ist wechselhaft, aber berichten zufolge sind die italienischen Kräfte schwach und wenig mobil. Beachte, dass die feindlichen Eri-Stämme westlich des Turkana-Sees deinen Vorstoß auf Kalam behindern können. Und wenn man sich jetzt, sage ich mal, sonst nicht so über diesen Schauplatz auskennt, was ich auch nicht unbedingt tue, sind das eine ganze Menge neue Orte, die man erstmal lernen muss. Aber was ich jetzt nochmal eigentlich sagen wollte, was in Hinweisen drin stand, wenn man hier eine Einheit anklickt, dann sieht man ja, dass der Spezialist in dieser Einheit seinen ganz eigenen Platz hat und dass der eben auch unterschiedlich ist. Und Pioniere zum Beispiel neigen dazu, ganz vorne zu stehen. Und deswegen, wenn die Einheit Schaden kassiert, geht er halt natürlich auch zuerst auf das, was vorne steht. Und deswegen sind da in letzter Zeit so einige an Pionieren draufgegangen. Klar, zum Teil bei Angriffen, die eigentlich zu null angezeigt wurden und so, aber wo dann trotzdem Schaden durchkommen. Und das ist so ein bisschen der Grund dafür, warum es so viel erwischt hat. Aber jetzt, wen haben wir hier eigentlich auf dieser großen Karte? So, vielleicht doch mal ein bisschen raus. Also hier drüben, nebst ein paar Zielen, haben wir diese Einheiten. Dann ist hier eine Weile nichts und dann diese. Wir haben am Anfang genau 6 Infanterieeinheiten. Okay. Fängt gut an, Gegner. Und wir haben genau noch eine Einheit zur Unterstützung. Immerhin mal eine motorisierte Truppe, die könnte hilfreich sein. Die wohl hier unten erscheint. Aber so ein bisschen, manchmal hatten Einheiten ja unterschiedliche Punkte, wo man sie einsetzen konnte. Hier, der ist aber da festgelegt. In Zug 2. Okay, also hier ist ein Ziel. Da oben ist das andere Ziel, aber unsere Truppen stehen eigentlich. Ah ne, da ist noch, den habe ich völlig übersehen. Aber es sind immer noch nur noch eine Handvoll Infanteristen. Die sehen ja so aus, als ob sie hier rumlaufen sollen. So scheint mir auch dieser Punkt hier gedacht zu sein. Und noch 2 LKWs, die wir selber einsetzen dürfen.
wir denn hier? Runde 2 am Grenzboden sein. Das riecht nach einfachen Durchrennen. Weil sonst wird das echt heikel, wenn man noch irgendwie kämpfen müsste. Also wir haben im Prinzip hier zwei Schauplätze. Die marschieren nach Osten und die marschieren irgendwie nach Norden. Weil da das Ziel ist und dann noch ganz viel Bonus. Wir haben Landungsfeuer. Und hier die Küste entlang. Welche hier bei diesem Hafen helfen könnte, den wir dann auch zur Versorgung nutzen können. Wir haben Luftangriff, Luftaufklärung und zur Not auch eine Luftversorgung. So, wo können wir denn LKWs platzieren? Einheiten entlang marschieren, euer Ziel. Also wahrscheinlich Almado als erstes. Wirklich der Hafen und dann müsst ihr irgendwie über den Fluss einen Weg finden. Und wenn man Zeit hat, kann man noch jemanden nach Mogadischu schicken. Okay. Das heißt, unsere Versorgung muss auf jeden Fall bis da hinten hin schon mal reichen. Klingt eigentlich danach, hier weit ran zu bauen. Da sollte die Straße dann hier ziemlich weit lang reichen. Ich meine, hier haben wir zwei Infanterieeinheiten. Und falls wir uns hier eine Pontonbrücke bauen da hinten, dann könnte mit dem Akku und der anderen Einheit auf die andere Flussseite übersetzen oder mit denen. Das können wir, glaube ich, erstmal. Ihr bräuchte aber auch einen zweiten, damit das wirklich reicht. Sieht schon, es wird eng. Dann gibt's euch. Wir bräuchten auch den zweiten, damit man rechtzeitig in Grenzbrunnen sein kann. Die bräuchten auch. Na gut, die könnt ihr zur Not das hier erstmal erreichen. Wird man auch ein bisschen die Punkte hin und wieder auflösen müssen, denke ich. Jetzt nicht, wie sehr hier italienische Einheiten womöglich im Weg stehen. Wir können ansonsten euch da vorne einbauen, dann könnt ihr damit nach Grenzbrunn. Dann haben wir wieder einen über, wenn wir den rausnehmen. Ja, einen zweiten bauen, dann müsste das reichen, um das zu erreichen. Und dann bauen wir die ab, um sie da hinten wieder aufzubauen. So, jetzt ist nur die Frage, wie weit reichst du? Hier drei Felder. Tiefer noch hier. Könnte aufgehen. Ganz grob geschätzt, aber das müssen echt schwache Feinde sein. Also Logistik ist ja irgendwie so kalkuliert, dass uns hier möglichst niemals irgendwo ein Gegner noch reinläuft. Wird das eng und wir haben auch nicht mehr so groß viele hier Einheiten. Alle die Sapeure oder so würde ich sonst gerne erstmal noch auf Reserve halten und auch sonst. Wir haben nach dieser Mission ja wieder Konferenz, da würde ich jetzt sonst eigentlich auch erstmal gerne sparen und deswegen würde ich sagen, gehen wir rein und schauen, was passiert. Also wir haben eine Luftversorgung im Szenario, 8 Aufklärungsflüge, 2 Seeunterstützung und ein Bomber pro Runde. Und wir haben Karten. Falls wir Grenzbrunnen erreichen, würden wir eine neue Karte kriegen. Gut, sonst würde ich sagen, rennen wir hier einfach schon mal nach vorne. Hier natürlich vorübergehend außerhalb der Versorgung sein. Noch hier auf diese. Achso, wir können auch motorisierte Kräfte machen mit so einer LKW-Karte. Also eine Brücke können wir auch über so einen Fluss bauen, wenn es halt in Haku-Reichweite ist. Ja, das heißt, wir haben jetzt ziemlich genau zu diesem Feld. Wenn du also dann. Und hat ja sonst gerade eigentlich nicht viel auszugeben. Hierhin fährst und hoffentlich die Pioniere einsatzbereit sind. Obwohl du hast 2, 4. Ach, du hättest hier drüben und hätte eigentlich sowieso hier hinten Kommandoreichweite. Weil dann das auch wirklich weit reicht. Gehe ich jetzt mal den zu schieben in der großen Hoffnung, dass im nächsten Zug die Pioniere wieder funktionieren. Dann sollte das hinhauen. Und dann gehen wir mal hier drüben hin. Ihr sollt zum Grenzbrunnen. Da
kommt ihr auch nur rein, wenn der Ort leer ist. Und ihr rückt da drüben hin vor. Jetzt gedacht, dass sie hiermit angreifen. Es ist immer wichtig, sage ich mal, so ein bisschen eine Mission zu lesen. Gerade im höheren Schwierigkeitsgrad für die Missionsziele vom Timing her. Dann, dass die mit von dieser Seite angreifen sollen. Wie die Straße hier steht. Wenn ihr auf der Straße bleibt, reicht ja auch die Versorgung noch ein Weilchen. Dann einen Grenzbrunnen können wir einen neuen Versorgungspunkt aufbauen. Sagen, nehmen wir hier schon mal einen LKW raus, damit wir den hier nächste Runde platzieren können. Dann, der ist noch versorgt. Der ist versorgt, die mal kurz nicht, aber die kriegen da über den LKW. Ja, Bomber können wir nicht einsetzen. Wir können den Zug beenden. Bin gespannt, wie viele Feinde eigentlich in diesem Szenario rumlaufen. Er verschiebt nur das Akku. So, da ist unsere mobile Einheit. Wie ist denn? Ja, also da könnte natürlich hier die Straße entlang. Ist nur natürlich überhaupt nicht versorgt. Also sind wahrscheinlich hier die Straße oben mit entlang, wo wir Versorgung haben. Oder ist ja darauf gerechnet, dass man hier einmal mit Luft versorgen und ihn dann irgendwie mit ranzubringen? Nee, ich würde sagen, du fährst hier den Hauptweg erstmal mit entlang oder brauchen wir den vielleicht am Ende hier irgendwo? Na gut, sonst rückt ihr hier erstmal vor. Ihr werdet wahrscheinlich entdecken, dass da Feinde drin sind. Ah, mehrere Feinde. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt... Die US sind aktiv, sehr schön. Müssen wir da irgendwie Brücken bauen? Müssen wir noch irgendwann mal den mit dem Speer vorgehen lassen? Weil der mehr Land einnimmt. So, hier. Und wegen ihr habt. Ja, bis da vorne Versorgung. Und okay, wir müssen natürlich den theoretisch auch notversorgen, aber ganz zur Not können wir dem auch eine Luftversorgung nächstes Mal zuschmeißen. Wenn wir uns, was weiß ich, hier eine Brücke bauen, die im nächsten Zug gangbar ist. Hoffentlich, dass wir dann hier auch die Kommandoreichweite haben, Artilleriefeuer einsetzen können und so, dass man mit möglichst geringen oder keinen Verlusten hier das alles dann schon mal einnehmen kann. Könnte natürlich auch heißen, dass man mit der Brücke die Einheiten auf die andere Flussseite kriegt und dann diesen Versorgungspunkt hier nochmal massiv ausbauen kann und sich von da dann alles holt. Das ist immer echt die große Preisfrage, wie das Szenario eigentlich gedacht ist. Na gut, vielleicht zoome ich mal raus bei der Größe der Karte. Ihr müsst jetzt einfach reinlaufen können, es gibt keinen anderen Weg. Außer ihr macht 2 zu 1. Ihr habt eh keinen Spezialisten. Okay, wir kriegen einen LKW, das ist, finde ich, wir... Mission auch durchaus passend. Wir hier drüben natürlich die eigentlichen Ziele. Ich nehme an, die sollen hier entlang marschieren. Dann von da nach Osten ziehen oder so. Dass man sich erstmal um Kalam kümmert. Der Runde 7. Ja. Na gut, der ist auch schon Runde 9. Frage, wer genau soll das tun? Also derweil ihr... Lauft hier schon mal entlang. So den Eindruck, dass die dafür gedacht sind, Kalam anzugreifen. Und dann kriegt ihr hier schon mal einen LKW. Der ist jetzt außerhalb der Reichweite, aber da können wir hier jetzt ein bisschen umbauen. Den brauchen wir an der Stelle nicht.
Den brauchen wir auch nicht. Ich würde stattdessen aber hier schon mal einen platzieren. Und dann, wenn die hier im nächsten Zug nachziehen und die Straße einnehmen, können wir dahin. Und noch die Frage nach dem Motorisierten. Oh, das ist wahrscheinlich auch die Einheit, die Mogadischu erreichen kann. Sonst fährst du erstmal hier mit entlang. Okay, natürlich haben wir noch den Bomber. Jetzt, man könnte natürlich schauen, ob der was erreicht. Naja, zu null. Das kann man dann vielleicht doch schon mal riskieren. Dieses Ziel ist bis Runde 4. Ja, das wäre in Ordnung, selbst wenn da jetzt noch irgendeiner reinzieht. Was der tut, aber damit ist auch der Versorgungspunkt erreichbar. So, dann können wir hier theoretisch mit... Ja, sie haben den Artillerieangriff gar nicht freigeschaltet, sehe ich gerade. Auch der geplante Angriff sollte theoretisch den Gegner unterdrücken und... Da ist noch einer. Wenn wir den Versorgungspunkt einnehmen, sind auch alle hier wieder... Zum Beispiel hier ein bisschen weiter ran und diese Einheit vernichten. Das war natürlich mal wieder das Risiko, weil der Spezialist hier jetzt ganz vorne stand. In dem Aspekt hätte man vielleicht doch eher den mit der Artillerie schicken sollen, aber der hat ja auch schon 0-2 angezeigt. Na gut, oder wir nehmen sowieso seinen 0-2. Der Spezialist steht ja ein bisschen mehr in der Mitte. So, und wir haben hier einen neuen Spezialisten zu verteilen. Natürlich an wen? Ihr? Ja. Wir haben keine, aber die sind auch nicht ganz so lange da, die auch nicht. Ich meine, die sind noch mit am längsten da, wenn die noch einen Spezialisten kriegen würden. Ich vorne stehen würde es, naja, nicht ganz ungefährlich, wie man häufiger gesehen hat. Na gut, aber ihr rückt schon mal hier entlang sonst weiter vor. Auf das, was hier steht, können wir ja sonst auf Dauer auch Bomber und Küstenbeschuss ziehen. Und dann haben wir hier vorne unseren Versorgungspunkt. Das wäre wichtig. Ansonsten auch, wo jetzt auch mal rüberkommt in versorgte Gegend. Warte, bis hier vorne. Hier vorne ist von da hinten noch. So, und du gibst dir auch schon mal Vollgas nach vorne. Das ist dann wohl der, der nach Mogadischu soll. Dann brauchen wir den schon mal nicht mehr. Auch wieder was frei. So, wie sieht es bei euch aus? Ihr könnt hier entlang marschieren. Ihr hattet jetzt aber Pech mit der Versorgung. Ich meine, wir haben 80% und das ist versorgte Gegend. Ah, gib mal. Ah, das sind Feinde. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Versorgungspunkt sonst leer ist. Gut, wir haben auch Aufklärungsflüge, die man irgendwann auch mal nutzen könnte. Seht ihr da schon mal ein, dass das auch reicht? Ihr stoßt da entlang vor und ihr... Aber keine Ahnung, ob hier Gegenangriffe theoretisch drohen können, sonst machen wir einfach mal einen Aufklärungsflug. Sieht's hier aus? Ah ja, also ich glaube, wir können den Ort hier auch verlassen. Und da auch schon mal einen zusätzlichen LKW drauf. Ich hoffe hier nur, dass die das überstehen. Vielleicht könnten wir den Luftangriff hier irgendwo draufhauen. So viel dazu, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir da nicht einfach irgendwie unsere Einheit überfallen. Okay, wir sind klug genug, den einzukesseln. Das riecht dann vielleicht doch nach der Luftversorgung oder danach, dass die sie in feindliche Versorgung holen.
mal wieder so halbwegs in Reihenfolge wie bisher spielen. Das heißt, wir fangen hier an. Diese Stadt einzunehmen könnte dauern bis Runde 5. Das müsste aber im nächsten Zug schon geschehen. Also einmal fehlt uns hier drüben Versorgung, sonst haben wir da das reicht auch nicht so 100% die Fall, wie wir das eigentlich bräuchten. Da geht trotzdem mal einer ran. Naja, du hast die Artillerie. Auch einen guten Angriff. Wir brauchen die Artillerie im Zweifel feuerbereit im nächsten Zug an der Stadt ran. Tracks Entschanzung. Kriegst du die Versorgung und stellst dich schon mal hier hin. Der Artillerist ist ja ganz hinten. Du kannst nur recht ungefährdet dann 2 zu 0 machen. Oder der hier, die überhaupt keinen Spezialisten haben. Vielleicht auch noch ungefährdeter dann 2 zu 0 machen. So. Und im nächsten Zug müssen wir dann mit Küstenfeuerunterstützung und eigenen Kanonen schauen, ob wir da reinkommen und könnten dann bald den Hafen hier auch als Versorgungsquelle benutzen. Dann haben wir noch diese Einheit, auch Versorgung braucht, aber halt auch unsere mobile Einheit. Die da vorne werden demnächst auch wieder meckern. Ach, ich liebe Kriegswürmer in dieser Gegend. Sonst mal hier eben schauen. Okay, da steht einer. Der Flussübergang ist auch gedeckt. Ich glaube, bei so großen Flüssen konnten wir auch gar keine, oder doch? Ganz großen weiß ich das nicht, sonst müssen wir auf Nummer sicher gehen, diesen Übergang zu kriegen. Und da wird sich die gesamte Logistik freuen, weil da nichts mehr funktioniert. Auch da, dann habt ihr Chance auf Versorgung. Sonst versorgt du nochmal die mobile Einheit. Die rast schon mal da entlang. Zumindest bis hierhin, dann haben wir die Brücke da schon mal sicher. Jetzt springen wir hier drüben hin. Natürlich auch ein großer Fluss. Nicht so recht drüber, aber. Aber. Ich frage mich fast, was die Einheiten eigentlich hier drüben machen sollen. Also, es sah für mich rein optisch aus, als ob man hier vom Grenzbrunnen drüben hin könnte, aber bräuchte man ja das Hauptquartier, weil sonst kommen wir ja nicht über den großen Fluss. Hier die feindliche Versorgung einsacken, die haben da drüben ihre eigene. Sonst können die beiden Einheiten hier vielleicht dann doch umkehren und lose hier entlang dieses Ziels laufen. Vielleicht er hat ein Stück da in die falsche Richtung gerannt, aber gucken wir noch mal eben hier. Also ihr habt das Problem, hier ist eigentlich den Feind da loswerden, weil wir sonst mit unseren LKWs Probleme kriegen. Ihr könntet natürlich euch dazu feindlichen LKW schnappen, aber dann könnt ihr den nicht mehr nachsetzen. Oder wir nehmen den vorübergehend nochmal raus, dann natürlich auch Probleme hier. Ja, doch, sonst sind erstmal die gegnerischen LKW, dann die ganzen feindlichen Einheiten ja auch Versorgungsprobleme hier auf Dauer. Die beiden nehmen wir erstmal raus, dann wird es jetzt natürlich kompliziert und fraglich, ob man Kalam noch rechtzeitig erreichen kann. Wenn ihr dann eher in Richtung eurer Versorgung zurück müsst. Müsst ihr das? Also, sonst wir könnten den bomben. So, dann schon mal vernichten. Dann darauf hoffen, dass das mit den anderen da auch möglichst fix geht. Aber ja, ihr habt ohne Hauptquartier eigentlich keine echte Chance, da irgendwie rüberzukommen oder einzugreifen. Ist da oben irgendwie ein Feind? Nee. Diese beiden LKWs da
Ja gut, ich meine, es ist schön, dass ihr vielleicht die Brücke erobert habt oder so, aber ihr rennt sonst mal lieber hier entlang und versucht da zu helfen. Das war jetzt irgendwie ein Schritt in die falsche Richtung. Und ihr, ich meine, wir könnten euch auch offensiv in der Nähe lassen und hoffen, dass ihr demnächst mit Luftunterstützung oder wie auch immer da reinkommt. Zur Not euch die Versorgung so zukommen lassen. Jetzt müsst ihr auch den da loswerden. 2 zu 1 riskieren, wo man. Also hier gibt man lose zumindest ein Feld zurück und wir schauen, wie die Lage dann im nächsten Zug ist. Der zieht sich zurück.